Brutkasten ist zu Gast auf der Dreamforce in San Francisco, einem der größten Events in der Tech-Branche. Ich habe mich für euch umgehört, welche Trends rund um AI und Customer Relation Management ihr im Blick behalten müsst. Kommt mit! Die Keynote von Marc Benioff war heute wirklich eine sehr spannende. Wir haben ja Agentforce jetzt breit sozusagen vorgestellt und was wir damit alles vorhaben. Ich finde, man kann daraus mitnehmen, wir sind jetzt dort angekommen, was wir uns von AI schon von Anfang an erwartet haben. Nämlich, dass wir wirklich autonom mit AIs interagieren und arbeiten können und das über verschiedenste Medien hinweg. Das ist nicht nur in einem Chat, sondern das geht auch im gesprochenen Format, übers Telefon genauso. Ja, Agentforce ist eine völlig neue Ära von KI-Assistenten, die autonom arbeiten. Und ein Sales Agent kann zum Beispiel die einfachen Aufgaben übernehmen, auf die Vertriebsleute keine große Lust haben, für die sie vielleicht auch keine Zeit haben. So startups and small businesses, when they're trying to either engage with their customers or implement customer relationship management, a CRM like Salesforce, often just need to get started by getting their employees on the system. And a great way to get started to do that is by using Trailhead. It makes it really easy for anyone to learn how to use Salesforce. For startups and for entrepreneurs, there's actually never been a better time to get started. Because, you know, historically there have been all kinds of barriers. How do you get access to AI? How do you use it effectively? And now there are AI models that are available to anybody to use. And really, it's kind of almost up to the imagination of the entrepreneur to see what they can do.